Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich würde euch heute einmal die Sachen zeigen, die ich aus Japan noch bekommen habe, beziehungsweise ja, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Sachen aus Japan, also Schreibwaren. Und die wollte ich euch einmal gerne zeigen. Es ist nicht direkt ein Haul, aber ihr werdet ja dann in den zukünftigen Videos sehen, wie ich damit bastel und dann, ja, damit sich quasi die Fragen erledigen, woher ich das habe. Ja, ich fange einfach direkt an, ohne viel zu erzählen. Ich habe noch einen zweiten Memo-Blog bekommen. Ich habe ja schon einen von Somi Kogurashi, genau. Und jetzt noch einen von Rilakkuma. Da habe ich mich echt sehr gefreut. Ich mag die total gerne. Und ja, da zeige ich euch einmal kurz die Motive. Einmal das hier. Dann das hier. Das ist echt super, super süß. Dann das Motiv. Und das hier. Also echt voll süß. Genau, das ist so diese Standardgröße, glaube ich. Preise kann ich euch jetzt leider ja auch nicht sagen, weil ich es wie gesagt geschenkt bekommen habe. Und die Preise sind ja vor Ort dann auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man die Sachen im Internet bestellt. Genau, den einmal. Dann habe ich Briefumschläge bekommen. Mit 6 Stickern. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Einen habe ich nämlich schon benutzt. Aber es sind halt einfach, ja, so kleine Briefumschläge. Kann man noch was draufschreiben und was reintun. Und da waren halt dann noch 6 solcher Sticker dabei. Ich denke mal dann einfach als Deko oder zum Zumachen. Finde ich auch sehr niedlich. Dann habe ich Stickerflakes bekommen und die sind mega süß. Das ist eigentlich fast meine Lieblingssache von den Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Das sind halt Stickerflakes, aber so Seal Bits, also ja quasi wie, ach, wie nennt man die denn noch? Ich habe es gerade vergessen. Keine Puffy Sticker, sondern, aber es sind halt quasi keine normalen Sticker, sondern ja wie Puffy Sticker, aber in fest. Ich weiß gar nicht, wie man die Epoxy-Sticker sind, das glaube ich, genau. Ich kann die einmal kurz rausholen. Die sind halt quasi 6 verschiedene Designs und dann kann man die so. Warte, ich habe hier einen sogar schon aufgeklebt, das zeige ich euch einmal kurz. Hier, so sehen die aus. Also es ist halt so eine, ja, erhabene Form. Ja, die finde ich richtig, richtig süß. Also da habe ich mich mega gefreut. Da würde mich auch mal der Preis interessieren, ob die deutlich teurer sind als die normalen oder ob, ja, ob die fast gleich teuer sind. Kurz die Sachen wieder hier hinhängen. Dann habe ich ganz viele Sticky Notes bekommen. Einmal die hier. Die sind so ziemlich schlicht in weiß mit Rilakkuma, auch total süß. Haben wir so ein normales und so ein längliches. Dann noch bunte in so Neonfarben, auch mit jeweils Rilakkuma drauf. Auch total süß. Und ich finde das immer total cool, dass die so. Die haben hier immer so eine Plastiklasche drum, dass man das quasi hier hinterstecken kann. Also das kann man dann quasi irgendwo hinterstecken und dann in sein Notizbuch mitnehmen. Also man, die fliegen halt nicht lose rum, das finde ich total cool. Dann noch die hier, die sind auch mega süß. Sind halt so, ja, transparent so ein bisschen mit, ja, jeweils einem Motiv, also. Ja, ihr seht das ja hier. Da kann man da noch was draufschreiben. Die sind auch richtig, richtig süß, finde ich. 6 Designs, jeweils 90 Stück. Ja, auch total süß. Dann habe ich noch ein anderes Papierset, also hier Briefumschläge bekommen. Das sind diesmal größere. Auch mit Stickern dazu hier. Die packe ich jetzt nicht aus. Ja, sind, denke ich mal, wie die hier nur groß. Auch mit Somi Kogurashi. Total süß. Ich freue mich auch schon so sehr, die Sachen endlich wegzusortieren, weil ich habe die jetzt bestimmt seit 3 Monaten separat gelagert, weil ich daraus ja noch ein Haul drehen wollte.
Und es war echt nervig, dass ich die Sachen nicht wegsortieren konnte. Aber das kann ich ja jetzt gleich nach dem Video machen. Dann noch ein Stickerbogen von Rilakkuma. Auch richtig niedlich. Ja. Dann eine Küchenuhr. Das hat jetzt nicht direkt was mit Bastelsachen zu tun, aber wollte es trotzdem mit reinnehmen. Ich habe auch noch ganz viele Süßigkeiten bekommen, aber die habe ich jetzt weggelassen, weil das war mir dann doch etwas zu... Ja, passt halt nicht zu den Bastelsachen, aber die fand ich so noch ganz süß. Die werde ich auch entweder hier noch mit zu meinen Bastelsachen packen als Deko oder dann halt später wirklich benutzen. Ist halt so die Frage, wahrscheinlich benutze ich als Timer dann wirklich eh nur mein Handy, wenn ich irgendwas im Ofen habe oder so. Darum werde ich das wahrscheinlich mir einfach hier hinstellen, aber auch einfach mega süß. Ja, mit so Häschenohren. Dann habe ich noch das hier bekommen. Das war einfach so eine Überraschungsbox quasi. Da ist eins dieser Schlüsselanhänger dabei. Und ich weiß gar nicht mehr, welchen ich jetzt drin hatte. Ich habe es auf jeden Fall schon aufgemacht. Ja, da hatte ich den drin. Voll süß. Genau. Den werde ich mir hier auch, denke ich, irgendwo hinhängen. Voll niedlich. Dann habe ich noch das hier bekommen. Das ist auch richtig süß. Das ist so ein Cord Keeper. Also kann man einfach an sein Ladekabel mit dran machen. Und da habe ich, meine ich, den hier, den grünen. Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Ja. Den habe ich auch noch nicht ausgepackt. Aber den kann ich mir jetzt auch endlich an mein Ladekabel machen. Voll süß. Ja. Dann noch eine Maske. So eine Tuchmaske. Fand ich auch total cool. Auch total süß, dass es das auch von Rilakkuma gibt. Und dann sieht man quasi aus wie er, wenn man die auf hat. Dann noch ein Kalender für 2019. Auch mega süß, werde ich mir auch hier hinstellen auf den Bastelschreibtisch. Und dann natürlich immer den passenden Monat aufschlagen. Richtig süß finde ich den. Und ich habe auch so das Gefühl, je mehr Zeug ich von diesem Kram habe, desto bunter wird mein Schreibtisch hier. Aber ich finde das total cool. Also ja, ich mag das echt viel. Ich mag es allein schon, hier dran zu sitzen am Schreibtisch und einfach mein Zeug zu sortieren oder einfach mir die Sachen anzugucken. Das ist echt, ich liebe es. Dann noch eine große DIN A4-Mappe. Finde ich auch total cool. Die habe ich jetzt auch benutzt ganz lange schon, um da so meine ganzen Dokumente zu sortieren drin. Also so, ich mache das halt meistens so, wenn ich Post bekomme, irgendwie von der Sparkasse oder irgendwelche anderen Sachen, dann liegen die erstmal ewig auf meinem Schreibtisch rum und dann packe ich sie halt irgendwann weg in meinen Ordner. Und solange die halt hier rumfliegen, packe ich mir die dann hier rein, damit die halt einfach nicht knicken oder nass werden oder keine Ahnung was. Finde ich auch total süß. Auch das Motiv ist mega. Und dann auch schon die letzten Sachen, und zwar Washi-Tapes. Da habe ich einige bekommen. Auch richtig süß. Ich fange mal an mit dem hier. Das ist ein Dreier-Set. Finde ich richtig cool. Auch kann man immer gebrauchen, diese Schwarz-Weiß-Farben. Eins mit Punkten, eins mit Streifen und eins mit so dickeren Streifen. Richtig cool. Dann ein ganz... Ach nee, Quatsch. Ich dachte gerade, das wären... wäre ein schwarzes, aber es sind drei kleine. Ganz dünn. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Auch total cool. Kann man halt voll cool irgendwie fürs Bullet Journal so Rahmen machen. Dann muss man die quasi nicht zeichnen, sondern kann die einfach kleben. Finde ich auch total cool. Dann das hier, das ist auch mega. Wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das sind einfach so Checkboxen. Also da kann man dann einfach einen Streifen hinkleben und dann kann man da drauf abhaken, was man alles gemacht hat schon. Finde ich auch total cool für meinen Bullet Journal. Dann das hier, ist auch total süß. Ein bisschen bunter. Mit Punkten kariert. Zickzack und so. Auch total süß. 5 mm breit nur. Und das hier noch. Das ist auch richtig süß. Das sind Erdbeeren. Ja. Genau, das war's. Das war die letzte Sache. Ich habe mich mega gefreut, wirklich. Also, das war echt cool. Und genau, das wollte ich euch einfach einmal kurz zeigen. Und dann mache ich gleich weiter, drehe das nächste Video. Das kommt für euch dann wahrscheinlich morgen online. Und das habe ich auch schon im Video davor
erzählt, dass ich jetzt nach und nach noch die Videos abdrehe und dann irgendwann kommen auch natürlich nicht nur Holz, sondern noch Videos, wo ich irgendwas bastel oder so. Genau, aber jetzt kann ich die ganzen Sachen erstmal wegsortieren und ja. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!